Ja, heute Vormittag kam es hier in Hermannsburg in der Zeller Straße zu einem doch außergewöhnlichen Einsatz für uns. Der Fahrer eines Hyundai wollte hier vor dem Ladengeschäft Fundefuchs einparken, was ihm deutlich missglückte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verwechselte er Gas mit Bremse und stieß hier mit doch nicht unbeträchtlicher Geschwindigkeit in das Ladengeschäft. Durch den Aufprall wurde das Schaufenster massiv zerstört. Glücklicherweise muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt niemand direkt vor diesem Schaufenster stand. Auch der Fahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt. Die Statik des Gebäudes ist nicht gefährdet. Wir sind zurzeit dabei. Der Einsatzleiter hat ein ortsansässiges Holzbauunternehmen zugezogen. Die führen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Sicherungsmaßnahmen am Gebäude durch.